Gehst bitte erstmal wieder hinter den Magier. Und schießt von da aus, danke. Das ist ein Ding sicherer. Gehst mal dahin. Ein Käfer erwischte, dafür dann 4 Gegner, das ist vertretbar. Du Flammenschwert, den da. Oh, der ist angeschlagen. Wo willst du hin? Na gut, zauberst durch, zauberst durch. Du hast noch keine Gesangssachen. Oh, sehr schön. Also ja, ich glaube, wir haben wieder einen von uns angeschlagen, aber dafür ist hier gut was umgekippt. Du. Nekrotische Lanze. Auf den da. Du schießt mit auf den da. Du brauchst eine Heilung. Gut, prügel weiter auf den, der ist dem Tode nahe. Du auch, aber das ist halt so. Todenah. Kannst aber nicht aus dem Nahkampf raus. Nee, ist okay. Ja, wir haben nicht so viel Auswahl. Ja, die können sich heilen. Du Flammenschwert hier, den er tot. Na, ja, der ist gleich weg. Du. Nekrotische Lanze auf. Der ist gleich tot. Verletzt. Leicht verletzt. Okay, auf den da. Du bist auch. Du bist fast tot. Nee, mach mal die Nekrotische Lanze nicht auf den, sondern auf. Den Zauberer da hinten. Du auf den. Oh, Edda kippt um. Edda ist weg. Das heißt, die Käfer helfen uns gerade ziemlich. Oh, du hast jetzt den. Sehr gut. Skelette zur Ablenkung. Her damit. Super. Magieran ist tot. Du auf den, du auf den, du auf den. Du da mal so hin. Das ist viel zu rot alles. Du. Machst es auf die beiden. Du schießt auf den da hinten. Du schießt auch auf den da hinten. Du trinkst einen Trank. Oh. Du hast sogar seinen Namen gesagt. Ja, alles ist umgekippt. Richtig, du kippst auch gleich um. Kann jemand sagen, oh, Sagani. Ja, mach mal. Gut. Du. Hau. Schneller. Oh, du hast wieder einen. Okay. Stell dich da hin. Sind die Skelette weg? Einer ist da. Die Skelette sind noch da. Dann mach bitte den hier so, dass du in die beiden Gegner triffst. Mhm. Wer ist da? Oh, wir haben nur noch 3 Mann. Und Käfer. Und Skelette. Du, hau endlich. Du bist viel zu langsam. Und wir haben noch 2 Dicke, aber der eine Dicke ist fast tot. Ist okay. Du schießt auf den fast Toten. Du schießt auf den fast Toten. Der Rest ist K.O. Gut. Schön durchhalten. Schön durchhalten. Ich habe den Verdacht, dass je mehr Leute einen angreifen, also wenn man einen Trank trinkt, dass die Gegner dann einen extra Angriff bekommen. Genauso wie, als wenn man sich aus dem Kampf zurückziehen würde. Deswegen lasse ich das mal lieber. Und mach eine Markierung auf dich. Danach haust du weiter auf den. Die hauen alle auf den. Alle auf. Naja, ein Skelett mal auf den, damit er flankiert wird. So, du machst einen Blutungseffekt auf den. Du hast schon wieder 3. Die bewahre ich mir jetzt aber auf, falls die Skelette verschwinden. Denke ich.
Ja. Scheint länger zu halten. Jo, alle Mann rauf da. Boah. Die Kämpfe gehen sowas von ab inzwischen. Okay, okay. Wir leben. Wir haben ganz viel Zeug. Alles mit. Was? Genau, nimm alles mit. Hm? Du hättest vielleicht den Schild auch mal anlegen sollen. Wo ist der Schild? Da. Besser. So. Das da mitnehmen. Alles ja. So. Ja? Also ja, schwer ist schwer. Aber macht Spaß. So, such. Du starrst bitte diesmal das Ding da länger an, richtig. Du kannst die Falle nicht entschärfen. Möchtest du sie auslösen? Nein. Und ich möchte sie nicht auslösen, weil er dadurch sterben könnte. Also Lebenspunkte ganz weg. Du hast viele Lebenspunkte. Geh mal dahin. Alright then. Löst das mal aus. Ging daneben? Okay. Oh, Schuhe. Schleichangriffsbonus. 1,1 Schaden gegen flankierte Ziele. Stiefel werden aus... So ist allgemeine Stiefelgeschichte. Diese Stiefel wurden von glanfantanischen Jägern und Kriegerinnen getragen, wenn sie ihre Beute oder ihre Feinde verfolgten. Dann haben wir noch Ritual der verborgenen Wunde. Plus 3 Mechanik. Ja. Wer kriegt das mit dem Flankieren? Also die hier flankieren nicht, die tanken einfach nur. Ich würde mal wirklich sagen, unsere Jägerin. Das bekommst du, das bekommt die Kasse. Du kriegst neue Schuhe. Zack. Gudi. Muss ich nur dran denken, dass ich mit ihr auch flankieren sollte. Sonst haben wir den Rest, okay. Ja. Schon wieder schlafen, ja oder nein? Wir haben nur noch ein Campingzubehör. Wie viele Zauber haben wir? Er hat noch viele Zauber, ja? Du hast auch noch ein paar. Also ich sollte okay sein, wenn wir jetzt einmal nicht campieren, sondern so weit ziehen. Guck mal da rein. Skynitische Bibel. Oh, das könnte wichtig sein, falls es sowas ähnliches wieder gibt wie die Glocken. Also ein Rätsel. Was? Ah, habe ich jetzt eingesteckt. Skynitische Bibel. Das sind die Zauberbücher. Da, okay. Brenne, spüre deinen Hass, wie er sich in dir windet. Stärke dich an seiner Galle, labe dich an seinem Zorn. Dieser Hass, diese Galle, dieser Zorn, dies sind die Werkzeuge deiner Rebellion. Lasse dein Herz schäumen. Offene Konfrontation bietet keine Befriedigung. Verstecke deinen Hass. Lass ihn wachsen, lass ihn schwären. Schmiede deine Pläne im Geheimen. Der stille Sklave bleibt in dem Schatten. Sein Antlitz strebt nicht nach dem Licht. Er wirkt im Dunkeln, er bewegt sich im Dunkeln. Rebelliere gegen jene, die dich zu kontrollieren versuchen. Rebelliere gegen jene, die dich entfernen möchten. Nicht wirklich ein Hinweis. Und eine sehr dünne Bibel. Geht mal. Ja. Da lang. Na, das scheint hier doch alles ein bisschen größer zu sein. Nix da in den Kisten? Ne, nix da in den Kisten. Point the way. Kleines bisschen vorschleichen. Oh, da ist schon jemand. Point the way. Okay, zurückschleichen. Ja? Du geh mal weiter nach hinten. How may I help? So. How may I help? Ich hätte jetzt gerne die Gruppe da.
Nein. Versuch von hier irgendwo. Und warte. Fernkämpfer. Ja, super. Da kommen die ersten. Okay, alle Mann auf den. Du schubst ihn um. Du kannst ihn nicht mehr... Ja doch, markier ihn. Du verstümmel ihn. Du mach ihn benebelt. Du flankier ihn. Richtig. Stimmt, du musst seinen Rücken gehen und jetzt so schießen. Was zur Hölle? Okay, also er muss auf jeden Fall eine Rüstung tragen, weil die wissen anscheinend, dass er ein Priester ist und die tackern ihn immer tot. Skarn-Tempel wird aber dann einen kritischen Treffer bei Durance für Stechschaden, ja. Schlug ihn bewusstlos. Er hat das schon mal vorher gemacht. Also der kriegt wohl immer Crits dann. Was ganz schön garstig ist. Oh, nächster Kampf ohne Heiler. Aber jetzt scheint es ja weniger zu sein. Was ich wahrscheinlich nicht hätte sagen sollen, weil gleich kommen dann wieder 3 Dutzend. Mach bitte Skelette da hinten hin. Mach bitte die Blendung da hinten drauf. Yes. Skelette, greif bitte die Fernkämpfer an. Dass sie nicht so viel Unsinn macht. Und das war nicht gut. Tempelwächter ist kaputt. Gleich. Du. Nekrotisches, komisches Ding. Da drauf. Du. Markierung. Da drauf. Du schießt aber weiter. Gut. Du. Markier. Fanatiker. Du schubst um. Fanatiker. Du zauber weiter mit deinen Lanzen. Zack. Sehr gut. Klappt soweit. Okay, es waren nicht so viele da oben. Das ist machbar. Crunch, crunch. Du hast wieder 3. Die Skelette sind weg. Dann mach mal neue. Mhm. Allesamt drauf da. Jetzt müssen wir doch schlafen, nicht wegen Zaubern, sondern weil seine Lebenspunkte zu weit unten sind. Also ich glaube, wir hatten irgendwas, was auch Lebenspunkte wiederherstellt. Nicht du. Nee. Regeneration war nur für Ausdauer. Hier. Gäse? Gäse. You can trust me. Alles rein da. Alles rein da. Hm? Ja, blink, blink, blink. I'm here. Schleich mal. Nice and quiet. Guck mal, wie voll das da noch ist. Wer bist du? Du bist irgendwas Großes, Garstiges. Hm? Okay. Geht weg von dem großen Garstigen. Geht dahin. Und dann ruhen wir uns jetzt aus. Und nach dem Ausruhen greifen wir das große, garstige Ding da hinten an. Und dann kommt hoffentlich nicht mehr viel, sonst müssten wir uns taktisch zurückziehen und Campingbedarf kaufen, was immer so ein bisschen komisch ist. Aber gut.